Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Frieden sein auf ihm und auf seinem Angehörigen, seinen Gefährten und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um eine Belohnung, eine Gnade, ein Geschenk, zwar um ein Fest, nämlich das Fastenbrechen. Das Fastenbrechen, das Zuckerfest, ja, Eid al-Fitr. Allah, unser Herr Allah, ist mächtig und auch großzügig. Großzügig. Er hat uns durch Angelegenheiten angewiesen und auch durch Befehle befohlen. Gleichzeitig versprach uns mit seiner Huld die große Belohnung. Er verbreitet sich für uns auch einer Belohnung nicht nur im Jenseits, sondern auch im weltlichen Leben. So ist das Fest Eid al-Fitr. Das Fest Eid al-Fitr kommt direkt nach Ramadan. Es gilt als eine Belohnung von Allah für diejenigen, die während des Monats Ramadan fasten. Deswegen bekommen sie dieses Fest, damit sie froh sein. Also, das Zuckerfest beendet den Monat Ramadan, gilt zu den zwei wichtigsten Festen im Islam. Mit ihm danken wir Allah dafür, dass wir das Gebet oder die Aufträge, die Aufgaben, alle Aufgaben geschafft und die Anstrengungen überstanden haben. Wir bitten Allah auch darum, unsere gute Anbetungen, wie zum Beispiel das Gebet, das Fasten, Dua, alle gute Anbetungen, dass Allah uns das von uns auch annimmt. Die Fehler zu verzeihen. Und die Sünden auch zu vergeben. Das gilt als ein Hinweis auf Allahs Barmherzigkeit, dass er den Menschen den Islam durch den Propheten übermittelte, dass er uns, den Menschen insgesamt, den Islam durch den Propheten übermittelte. Das gipfelt im Herabsenden des Allahs Buch des Korans. Allah sagte darüber, dass er als eine Barmherzigkeit und Rechtleitung. Für wen? Für die Gläubigen. Verehrte Muslime, diejenigen, die Allah immer gehorchen, bekommen die große Belohnung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilte uns in einer Überlieferung zu
dass dem Fastenden gewiss zwei Freude gewährt werden. Eine Freude, wenn er sein Fasten abbricht. Und eine Freude, wenn er seinen Herrn trifft. So warten die Fastenden auch auf die Belohnung von Allah, nicht nur im Jenseits, sondern auch im weltlichen Leben. Jetzt haben wir was Wichtiges im Islam, und zwar Zakatul Fitr. Zakatul Fitr gilt als eine Regel im Islam. Wann verrichtet der Fastende oder der Muslim sie? Er verrichtet oder entrichtet diese Zakat vor dem Gebet von Eid al-Fitr oder am Ende des Monats Ramadan. Die Reichen helfen dem Armen. So entsteht die Solidarität und Integrität, verbreitet sich die Liebe unter den Menschen. Alle lieben sich, alle helfen sich, damit alle Muslime dieses Fest mit dem Glück empfangen. So ist der Islam. Und so sind die Zwecke und Ziele vom Islam. Allah sagte im Koran: O ihr Menschen, wir haben euch aus einem einzigen Wesen erschaffen. Und aus ihm schuf er seine Gattin. Und ließ sich viele Männer und viele Frauen ausbreiten und fürchtet Allah, in dessen Name ihr einander bittet. Allah ist Wächter über euch. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden sein auf seinem Propheten Mohammed, auf seinen Angehörigen und seinen Gefährten. Wenn der Monat Ramadan schon beendet, beenden nicht die Allahs Belohnungen. Allahs Belohnung ist noch da. Der Glaube an Allah ist noch auch da. Die Barmherzigkeit von Allah ist auch noch da. Wenn man sechs Tage vom Monat Shawwal nach dem verpflichtenden Fasten von Ramadan, wenn er auch 6 Tage fastet, bekommt er die Belohnung, als ob er das ganze Jahr gefastet hätte. Das ganze Jahr. Das ist sehr wichtig. Und das ist auch eine geliebte Sunna. Nicht obligatorisch, aber beliebte Sunna. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer den Monat Ramadan fastet und ihm durch 6 Tage von Shawwal, 6 Tage von Shawwal folgt, als ob
er die ganze oder lange, lange Zeit Dhuhr gefastet. Shawwal kommt direkt nach dem Monat Ramadan. Das ist gut für uns, wenn wir auch der Anweisung oder der Aussage oder der Sunna vor oder von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Ich beende meinen Predigt mit dem kommenden Gebet. O Allah, O Allah, O Allah, mach uns zu denjenigen, die deine Gunst erwiesen, die du deine Gunst erwiesen hast, und füll unser Leben mit dem Glück, und ließ uns dieses Fest zum Wohl gereichen. Amen.